Für die meisten Experten ist der Ausgang des Gipfels von Singapur eine Enttäuschung, vor allen Dingen was die Substanz des Ergebnisses angeht. Für die meisten Staaten der Asien-Pazifik-Region hier sieht das etwas anders aus. Wir sind zunächst schon einmal darüber froh, dass es zu keinem Eklat, zu keinem großen Missverständnis kam, was ja durchaus möglich schien angesichts der Vorgeschichte dieses Gipfels und angesichts der beiden Hauptbeteiligten. Relativ positiv, glaube ich, wird Südkorea auf den Gipfel schauen, denn Südkorea hat mehr als irgendein anderes Land an politischer, an diplomatischer Energie in das Zustandekommen dieses Gipfels investiert. Dass er zustande gekommen ist, ist also ein Erfolg. Dass Trump nun in seiner überraschenden Pressekonferenz angekündigt hat, dass er die gemeinsamen Manöver am Rande der koreanischen Halbinsel beenden wird, wird diese Freude trüben. We will be stopping the war games, which will save us a tremendous amount of money. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau er das abgestimmt hat, abgesehen davon, was Trumps eigene Generäle zu dieser Entscheidung sagen werden. Besonders skeptisch wird zum Beispiel auch auf diesen Vorgang die japanische Regierung schauen. Tokio war immer ein Hardliner in der Nordkorea-Verhandlung und hat Trump immer gedrängt, so viel wie möglich aus diesen Verhandlungen herauszuholen. Das ist nun nicht passiert und entsprechend skeptisch wird Japan auf diesen Gipfel schauen. Der wahrscheinliche Gewinner erneut, wie das in den vergangenen Monaten oder Jahren immer wieder der Fall gewesen ist, wird China sein. Das vermute ich. In China gab es im Internet einen zynischen Blogger, der sogar die Frage stellte, ob möglicherweise das chinesische Außenministerium an der Abfassung des Kommuniqués beteiligt war. Was er damit meinte ist, China hat exakt das bekommen, was es in der Nordkorea-Frage immer wollte, nämlich lasst uns über den Frieden auf der nordkoreanischen Insel reden, lasst uns den Status quo bis auf Weiteres erhalten, denn je länger die Verhandlungen dauern, je länger es zu einer Lösung des Korea-Problems kommt, desto stärker wird China sein.